Mahlzeit und herzlich willkommen zur Ergebnisverkündung der fünften Vorrunde der Metal Masters 2021. War wieder eine ganz spannende Vorrunde, ihr habt wieder eifrig mitgemacht und dementsprechend gibt es jetzt auch schon die ersten Punkte zu verteilen. Ihr wart auch wieder dazu aufgerufen, Upvotes für die Bands zu verteilen, die ihr am meisten mochtet und die ihr gerne im Finale sehen wolltet. Nur 3 Upvotes gingen an Reason for Jack, ist damit erstmal der letzte Platz bei den Zuschauern. Rang 5 geht an Brachmond mit 5 Upvotes und mit 16 Upvotes immerhin geht der vierte Platz an Gorelim. Diese Bands gehen erstmal ohne Punkte ins Rennen. Die ersten 10 Punkte heimsen Corviday mit 22 Upvotes ein. Vorne war ganz schön was los, so richtig eng war es aber doch nicht. 53 Upvotes, damit 20 Punkte gehen an Ferradur und erstmal die Pole Position hier geht an Alexis in Texas. 73 Upvotes, das macht 30 Punkte. Aber ihr kennt das, entschieden ist noch längst nichts. Hier kommen noch die Punkte der 10 Juroren. Bis zu 100 Punkte sind noch drin. Da kann sich noch eine ganze Menge bewegen. Leute, ich bin's, der Tetzel, und herzlich willkommen zu der weiteren Runde der Metal Masters. Es geht los mit Alexis in Texas und trotz Pornodarstellerinnen-Bandname gibt's da 0 Punkte von mir. Ist ein Song, den könnte ich als Beispiel nehmen, warum ich kein Metalcore mag. Ein Punkt gibt's für Gorelim, Rebel by a Fate. Gesang recht weit weg, bisschen monoton das ganze Ding. Und wir hatten es ja diese Woche so, dass es jeweils Genre-Verwandtschaften gab, was ich sehr spannend fand. Da hat man so eine Art Direktvergleich gehabt. Aber jedes steht natürlich für sich, jedes Lied. Ferradur mit 3 Punkten, Host of the Nightmare. Ist irgendwann so ein bisschen lang geworden, so man wusste nicht so genau, wo wollen sie jetzt mit dem Song hin. Interessant wäre, ist es ein Bloodborne-Song? Der Titel bringt mich da so ein bisschen drauf. 5 Punkte für Corviday, die Kammer. Etwas viel gewollt und noch ein Layer und nochmal Chöre und nochmal Keyboards und dann muss aber auf jeden Fall der Dudelsack auch gleichzeitig spielen. Matscht sich alles ein bisschen gegenseitig zu, Produktion ist aber relativ gut. Darum 5 Punkte. 7 Punkte gibt es für Brachmond, deutlich schwächere Produktion für Ascheregen, aber tritt einfach insgesamt ein bisschen mehr Arsch, bleibt auch ein bisschen mehr hängen. Einfach vielleicht auch thematisch kleines bisschen interessanter und rein von der Wortwahl auch nicht so ein hartes Niederknien vor In Extremo wie bei Corviday. Ja, und da bleibt auch mit 10 fetten Punkten Reason for Jack, The Satisfier, sehr, sehr geil, Badass Rock'n'Roll, richtig schön für dicke Eier, wie man sagt. Gefällt mir gut. Gesang könnte an der einen oder anderen Stelle noch ein kleines Highlight vertragen. Oder setzen, könnte man vielmehr sagen. Bis dahin, total geil. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war meine Bewertung für diese Woche. Euer Tetzel. Hallo Metals, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Michael Göre hier für TV Jungsmusik. Ja, ich darf wieder Punkte vergeben. Und das tue ich ab jetzt. Ein Punkt geht an Alexis in Texas. Den Punkt gibt es für die Produktion, ist es die beste in der Runde, muss man einfach sagen. 3 Punkte gehen an Ferradur, weil sie eigentlich die einzige Metalband in dieser Runde sind, zumindest soundtechnisch. 5 Punkte gehen an Corviday, fand ich cool, war mir aber ein bisschen zu überladen, ein bisschen zu viel Synthes und ja, am Ende wurde es ein bisschen redundant, da hätte eine Wiederholung weniger reingekonnt, dann wäre der Song kompakter gewesen. 7 Punkte gehen an Brachmond. Das finden jetzt vielleicht einige Leute ein bisschen komisch, aber ich mag gerade dieses Unperfekte. Also es ist keine super tolle, stylische Band und ich liebe einfach die Stimme der Sängerin. Die hat so was schön Verzweifeltes, was Punkiges. Das hat mich sehr an Ignis Fatu und Volkstrott erinnert, nur halt mit einer Stimme von einer Frau, die halt irgendwie was weiß ich, sehr, sehr sauer ist. Fand ich super. 10 Punkte, auch das wird diskussionswürdig sein, gehen an Gorelim. Die machen auch keinen perfekten Sound, aber sie haben mich sofort gepackt. Ich liebe diesen sludgy Wüstensound. Es klingt einfach nach einem schönen Sonntagsausflug mit der Motorradgang und irgendwo an einer verlassenen Tankstelle bringt man noch eine unbeteiligte Kleinfamilie um und fährt dann nach Hause zum Grillen. Genau mein Sound. Das waren meine Punkte. Tschö. Ja moin, Daniel hier, Chefredakteur vom Metal Striker Magazin und Veranstalter vom Metal Live Festival. Meine Punktevergabe für Vorrunde 4 wie folgt. Platz 5 für eine coole Mittelalter-Nummer der Band Corviday. Platz 4 geht an die rockige Nummer der Band Gorelim. Sehr geiles Ding, ist auch gut im Ohr geblieben. Platz 3 geht an die Metalcore-Band Alexis in Texas. Cooler Name im Übrigen, hat mir aber auch cool gefallen. Mit coolen Chord-Ansätzen am Ende und einem schönen Klinggesang. Platz 2 geht an
die Band Reasons for Check, eine richtig geile Badass Rock'n'Roll Nummer, war auch sehr schwer zwischen den letzten beiden, die richtig geil im Ohr geblieben ist. Ich sage nur Satisfier, geiles Ding. Und Platz 1 und damit der Sieger in dieser Runde für mich, die Melodic Death Band Ferradur, mit einer richtig geilen, eingängigen Nummer. Das war ein richtiges Brett, hat mich von Anfang an weggeblasen und vom Hocker gehauen. Und deswegen klarer Sieger in dieser Runde. Heyo, Marc hier vom Meet & Greet Festival und selber Musiker, unter anderem bei den Bands Baumbart und Mythemia. Und hier sind meine Punkte. Ein Punkt geht raus an die Band Alice in Texas für einen atmosphärisch schaffenden Metalcore-Song. Meine drei Punkte gehen raus an Brachmond wegen des punkigen Vibes und des wundervoll charmanten süddeutschen Akzentes der Sängerin. Fünf Punkte gehen raus an Reason for Jack für diese unfassbar coole Lemmy Kilmister Stimme, mega cool. 7 Punkte gehen raus an Ferradur für einen abwechslungsreichen und sehr treibenden Song. Und meine 10 Punkte gehen diesmal an Corviday für ihre Kammer, die wirklich krasse Subway to Sally Vibes auslöst. Bis bald. Ich bin der Siffi, YouTuber, Streamer und Chefredakteur der Show Amas Metal auf YouTube. Und das sind meine Punkte. Ein Punkt geht von mir an Corviday mit einem schönen, rockigen, aber auch leicht epischen Ansatz im Genre Mittelalter-Rock. 3 Punkte gehen von mir an Ferradur für einen soliden Melodeath mit sehr viel Abwechslung. Für mich sogar ein bisschen zu viel Abwechslung. 5 Punkte gehen von mir an Brachmond für diesen leicht punkigen Einschlag, der mir sehr gut gefallen hat. Die Melodie ist geil, gefällt mir. Das Lied hat von mir 5 Punkte verdient. 7 Punkte gehen von mir an Alexis in Texas für eine geile Stimme, sowohl Shout als auch Scream, für das Zusammenspiel generell in dem Song und für einen sehr abwechslungsreichen Metalcore. 10 Punkte gehen von mir an Reason for Check, denn es gibt immer eine Reason for Check. Und nicht nur der Name, sondern das Lied hat mich natürlich überzeugt mit diesem geilen Gesang, mit diesem, die Geschwindigkeit war top, hätte ein bisschen schneller sein können, aber trotzdem hat mich mitgerissen, habe ich gefühlt. Reason for Check, I gonna burn my love in you. Danke, dass ich dabei sein darf. Viel Spaß noch. Servus Leute, Joe von Dying Empire hier aus der Kinderzimmerzentrale und das sind meine Ergebnisse. Ein Punkt kriegt von mir Corviday für ein sehr komplexes Soundgewand. 3 Punkte kriegen Ferradur, fettes Gitarrenbrett, ziemlich druckvolle Shouts und Growls, sehr cool. 5 Punkte kriegen Reason for Jack, straightes Songwriting, Feierlaune pur, kriegt mal gute Laune bei dem Song, geile Vocals, Lemmy lässt grüßen. 7 Punkte kriegen Alexis in Texas, für mich die beste Produktion dieser Runde hier, sehr, sehr eingängiger Refrain, cooles Lied. Allerdings Platz 1 und damit 10 Punkte für mich, ganz klar Golem. Dieses Lied lebt zu 100% Feeling pur, hat mich sofort abgeholt. Diese Stimmung, diese Authentizität in dem Song lässt mich auch drüber hinwegsehen, dass die Produktion nicht ganz rund ist, dass es hier und da mal ein bisschen Timing-Probleme auch für den Drums gibt. Aber dieses Lied ist einfach absolut der Killer. Bis dann. Moment auch von mir, ich bin der Scrutius und heute machen wir es kurz, daher hier meine Punkte. Gorelem mit dem Lied Rebel by Fate bekommen einen Punkt. Reason for Jack mit dem Lied The Satisfier bekommen 3 Punkte. Ist schön groovig, mir gefällt der Gesang in der Strophe und im Refrain und dieses kleine Solo ist echt schnieke und passt da auch gut rein. Das Lied macht eine gute Stimmung. Es war aber ehrlich gesagt ganz knapp mit der Band, die jetzt 5 Punkte bekommt und das ist Corviday mit dem Lied Die Kammer. Ja, es ist ein catchiger Refrain, mir gefällt das Instrumental gut und die Harmonien, die da mit dem Synthi drunter gelegt werden, finde ich auch immer sehr angenehm. Aber der Gesang könnte ein bisschen druckvoller sein. Im Endeffekt haben sie dann die 5 Punkte für sich entschieden, weil das Lied einfach ein bisschen vielschichtiger und komplexer ist. 7 Punkte bekommt von mir Alexis in Texas mit dem Lied #Promise. Ist ein schöner Liedaufbau, mir gefällt der Gesang von den Clean Vocals bis zu den Growls. An sich eine schöne Melodie. Und es ist wirklich gut produziert. 10 Punkte bekommen von mir Ferradur mit dem Lied Host of the Nightmare. Schöner, nach vorn treibender Melodeath. Das Instrumental hat was zu bieten und die Vocals sind auch gut. Das Ganze ist ein guter, kompletter Song, der gut ins Ohr geht. Und daher 10 Punkte. Ja, hallo, guten Abend. Andreas hier von Made for Kids Rock and Metal Days.
kurze Bewertung für die Metal Masters 2021 Vorrunde 5. Ein Punkt gibt es für mich für Corvidae mit dem Titel Die Kammer. 3 Punkte von mir für Ferradur und Hosts of the Nightmare. 5 Punkte für Gorelim, Rebel by Fate. 7 Punkte für Alexis in Texas mit Promise. Und 10 Punkte Reason for Jack mit The Satisfier. Ich bin der Mare Lukas, Metal-YouTuber und Veranstalter der Metal Masters 2021 und das sind meine Punkte für die 5. Vorrunde. Einen Punkt vergebe ich an Corvidae. Ich finde den Mittelalter-Sound ganz schön, gerade der ruhigere Zwischenpart, den finde ich gut, aber die Stimme bin ich einfach nicht rangekommen, tut mir leid. 3 Punkte gehen an Ferradur. Schöner, solider Melodic Death Metal ist jetzt nicht der erste Song, den ich von der Band kenne. Der Sound gefällt mir richtig gut, aber irgendwie ist der Song selbst für mich nicht so richtig catchy, deswegen reicht es heute leider nur für 3 Punkte. 5 Punkte gehen an Brachmund für ziemlich kultigen Mittelalter-Rock, gerade dieses fast schon fränkisch gerollte R. Das hat ziemlich viel Charakter, das reicht auf jeden Fall für 5 Punkte, fand ich ziemlich witzig. 7 Punkte gehen an meinen persönlichen Überraschungshit der Runde, Reason for Jack, gleich von Anfang an richtige Partylaune, eine Lemmy-eske Stimme. Das möchte ich unbedingt mal live sehen, wenn sie da möglich ist, hat mich sehr überrascht, ist gleich mehrfach gelaufen. 10 Punkte gehen an Alexis in Texas. So stelle ich mir einen Metalcore-Song vor. Schöner, emotionaler Gesang, mitreißender Refrain, saubere Produktion, also wahrscheinlich auch die beste Produktion in dieser Gruppe. Deswegen verdiente 10 Punkte und mein persönlicher Gruppensieg. Hallo, ich bin der Kenny und das sind meine Punkte für die Metal Masters in der Vorrunde 5. Einen Punkt vergebe ich an die Band Ferradur mit ihrem Song Host of the Nightmare, der Melodic Death Metal ist, wie man ihn kennt und schätzt. Es ist ein solides Stück Musik, aber leider hat er mich nicht so wirklich abgeholt und deshalb bleibt es bei einem Punkt. Brachmond mit ihrem Song Aschregen bekommt von mir 3 Punkte. Leider fand ich das Mixing in dem Song nicht ganz so gut, wodurch es am Anfang ziemlich schwierig war, dem zuzuhören. Schade, denn die Instrumentalparts und generell auch die etwas aggressiveren Vocals haben mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Mein Platz 3 sind Reason for Jax mit ihrem Satisfier. Für die guten Laune-Vibes dieses Songs gibt es von mir 5 Punkte. Die Entscheidung zwischen den ersten beiden Plätzen ist mir ziemlich schwer gefallen. Letzten Endes habe ich mich dazu entschieden, Alexis in Texas auf den 2. Platz zu setzen und ihnen 7 Punkte für einen Metalcore-Song zu geben. Und ich bin mir sicher, dass ich ihn noch öfter hören werde. 10 Punkte und damit für mich persönlicher Platz 1 bekommt die Mittelalter-Rocke des Raben von Corvidae für ihren Song Die Kammer. Spätestens mit dem Einsetzen der Dudelsäcke hat mich der Song komplett abgeholt. Dazu dieser sehr zugängliche Refrain, wie ich fand, ist für mich als alten Mittelalter-Rocker wirklich ein Traum gewesen. Und damit haben wir unser Endergebnis. Auch mal schön zu sehen, in dieser Vorrunde gab es jetzt keinen abgeschlagenen letzten, das haben wir ein paar Mal gesehen. Diesmal war es eigentlich relativ eng. Auf dem letzten Platz sogar Punktegleichstand zwischen Gorelim und Brachmond. Da Gorelim aber mehrere Zehner bekommen haben, nämlich 2 Stück von Dying Empire und von Michael Göre, geht hier der 5. Platz an Gorelim und der 6. an Brachmond. Der 4. Rang mit 50 Punkten geht an Corvidae und der 3. Platz an Reason for Jack mit 62 Punkten. Die, das muss man ja auch nochmal erwähnen, auch die meisten Punkte bei den Juroren geholt haben, aber leider bei den Zuschauern nicht genug punkten konnten. Der 2. Platz geht an Ferradur, 66 Punkte insgesamt, ein kleines Stück vor Reason for Jack und doch einen kleinen Vorsprung einfahren konnte letztendlich Alexis in Texas, die mit 82 Punkten das ganze Ding hier gewinnen, die zweitmeisten Punkte bei den Juroren und 30 fette Punkte bei den Zuschauern. Ein verdienter Sieg, würde ich sagen, und damit der Einzug ins Finale. Immer noch kann der Gruppenzweite aus den gesamten Vorrunden, der am nächsten an seinem Gruppenersten dran war, als 8. ins Finale einziehen. In der ersten Vorrunde waren Todsünde 3 Punkte hinter den ersten. Hier haben wir 16 Punkte Unterschied. Das heißt, Ferradur scheiden auch als Zweite leider aus. Todsünde hat immer noch die Chance, ins Finale zu kommen. Wenn sie es noch die letzten 2 Runden überstehen, die letzten 2 Vorrunden, dann werden sie ins Finale einziehen. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja auch nochmal richtig eng in einer der Runden an der Spitze. Wir werden es sehen. Das nächste Video der Metal Masters kommt nicht nächste Woche. Diesmal gibt es nämlich tatsächlich mal was anderes als ein Metal Masters Video. Ich kann mal einen kleinen Abstecher machen in mein eigenes Wohnzimmer zum Online-Musikfestival. Da werde ich einen kleinen Bericht drüber machen. So ähnlich wie sonst ist, aber doch ein bisschen anders, denn ist halt alles digital. Ne? Wenn ihr sehen möchtet, wie das Ganze abläuft, schaut gerne rein. Nach diesem Bericht, so Ende Mai wahrscheinlich, Anfang Juni rum, kommt dann die 6. Vorrunde der Metal Masters online. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne, aktiviert die Glocke oder schaut einfach so, ihr kennt das YouTube-Spiel. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen und hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß an der Vorrunde 5 hattet. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.